Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Stapel an gelesenen Büchern ist wieder auf 5 herangewachsen, das heißt, dass ich euch meine nächsten 5 gelesenen Bücher gerne zeigen möchte. Bei dem Stapel sind Bücher dabei, die mir wirklich gut gefallen haben, also die mir wirklich tolles Lesevergnügen bereitet haben, aber auch ein Buch dabei, was ja sehr meine Geduld strapaziert hat und ich sehr froh bin, dass ich die Autorin nicht durch dieses Buch entdeckt habe, sondern dass es mein zweites Buch ist, der Autorin. Aber nur so viel vorweg und ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an, über die Bücher zu sprechen. 2 der 5 Bücher, über die ich heute sprechen möchte, werde ich euch gleich im Doppelpack zeigen. Das liegt einfach daran, dass es zum einen Band 1 und Band 2 einer Reihe ist und zum anderen, dass die Geschichte, die in diesen beiden Bänden erzählt wird, dieselbe ist, bloß die Geschichte wurde halt in 2 Büchern gesplittet. Und zwar rede ich von Der Hexe von Fontroyal von Robert McCammon aus dem Lucifer Verlag. Und das erste Buch, das sieht wie folgt aus. Ein wunderbares Buch, wie ich finde. Und das zweite Buch sieht wie folgt aus. Ist ebenfalls mit dem Titel Die Hexe von Fontroyal und ebenfalls auch von Robert McCammon. Ich halte jetzt mal stellvertretend nur Band 1 hoch, weil auf die Dauer wirkt es uns beide Bücher etwas schwer zu halten. Genau, beide Bücher sind im Jahre 2017 das erste Mal veröffentlicht worden und heißen im Original Speaks the Nightbird und sind von Nicole Lischewski aus dem Englischen übersetzt worden. Der erste Band hat insgesamt knapp 500 Seiten und der zweite Band ungefähr 430 Seiten. Also insgesamt hat die Geschichte ja knapp 950 Seiten, also schon ordentlich, aber wie gesagt, die Geschichte ist auf 2 Bücher gesplittet. Also wenn man mag, kann man zwischen den Büchern auch ja eine kurze Pause machen und etwas anderes dazwischen lesen. In Matthew Corbett und die Hexe von Fontroyal geht es darum, dass der Richter Isaac Woodward und sein Gerichtsdiener Matthew Corbett in das kleine Dörfchen Fontroyal gerufen werden. Denn in Fontroyal sitzt eine Frau im Gefängnis, die der Hexerei beschuldigt wird. Und der Richter und sein Gerichtsdiener sollen nun diese Frau verurteilen bzw. auch der Hexerei schuldig sprechen. Wir befinden uns hier im Jahre 1699 und wenn ich davon spreche, dass sie der Hexerei beschuldigt wird, kann man sich, denke ich, vorstellen, was mit der Frau passieren könnte, die da der Hexerei beschuldigt wird, und zwar, dass sie eventuell auf dem Scheiterhaufen landen könnte. Der Richter und sein Gerichtsdiener sind Menschen, die sich der Sache annehmen und die ganzen Umstände betrachten. Matthew Corbett vielleicht noch ein kleines bisschen mehr als der Richter selbst. Und ich glaube, das ist auch hier das Spannende daran. Und wir begleiten hier tatsächlich auch eher Matthew Corbett, beziehungsweise er ist der Protagonist, dem wir durch die ganze Geschichte folgen und auf den es hier dann tatsächlich auch das Augenmerk gelegt wird. Wir haben hier einen historischen Kriminalroman, deswegen möchte ich zu den Umständen der Geschichte gar nicht so viel verraten, weil ich euch gerne die Spannung beibehalten möchte. Aber es sei so viel gesagt, dass manche Dinge manchmal hier nicht so sind, wie sie im ersten Blick scheinen, und ich finde, das macht auch die Spannung aus. Was mir hier besonders gut gefallen hat, war, wir sind ja im Jahre 1699, das heißt, wir haben hier einen historischen Kriminalroman, der davon lebt, dass Gespräche geführt werden, dass kombiniert werden, dass vielleicht die Findung der Lösung mancher Dinge auf Wegen führen, die wir so jetzt vielleicht nicht mehr gewöhnt sind, und ich finde, das macht es unglaublich spannend und das hat es für mich als ein absolutes Lesevergnügen bereitet. Die Atmosphäre in diesem Buch oder beziehungsweise in diesen beiden Büchern ist sehr dicht, sehr melancholisch, und ich finde, dass der Autor es hier tatsächlich richtig gut geschafft hat, diese Stimmung von 1699 zu übertragen. Also man muss hier bedenken, wir haben keinen Strom, wir haben kein fließendes Wasser und die Menschen müssen um ihr tägliches Leben bzw. auch um ihr Überleben sehr, sehr hart kämpfen bzw. auch arbeiten. Ich finde, das
diese Mischung aus diesem Kriminalroman, dieser Zeit und dieser Atmosphäre, die der Autor schafft, wirklich richtig gut gelungen. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch der Schreibstil ist sehr, sehr dicht, sehr, sehr atmosphärisch und passt sich richtig gut dieser Zeit einfach an, was es tatsächlich nochmal zu einem tatsächlichen Lesevergnügen macht. Ich habe ja das Buch aufgrund meiner Sub-Challenge gelesen und ich hatte es mir damals 2018 auf der Leipziger Buchmesse gekauft und habe es jetzt endlich gelesen und ich bin so wahnsinnig froh, und dass ich es gelesen habe, und ich habe dieses Buch gelesen und musste danach auch gleich das hier lesen, weil es ging für mich ging es gar nicht anders. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich es tue, und dachte mir so bei der Recherche zu diesem Buch, vor allem wenn man dann so in dem Abschluss ist, dass es hier gar nicht so ein Cliffhanger drin ist, aber das Buch endet mit einem absoluten Cliffhanger, so dass ich nicht anders konnte und gleich mir Band 2 besorgt habe, und um weiterlesen zu können. Und ich finde es tatsächlich wirklich schade, dass man das Buch einfach hier gesplittet hat und nicht ein Buch draus gemacht und man quasi demzufolge gleich gezwungen wird, dieses Buch zu lesen bzw. das nächste Buch zu kaufen, was ich sehr schade finde, weil für mich hätte es nicht zwei Bücher gebraucht. Ich glaube, wenn man das Rätsellösung vielleicht auf noch 300 Seiten hier dran gehangen hätte, dann hätte dieses Buch halt 800 Seiten gehabt, was ich überhaupt nicht schlimm gefunden hätte, weil ich fand, dass Band 2 dann hier auch noch sehr atmosphärisch war und auch noch sehr bedrückend und schön melancholisch, wenn man das mal so sagen kann. Aber dieses Buch hier hatte am Ende dann doch seine Längen, also dieser Band hier. Und ich glaube, dass wenn man das nicht unbedingt gesplittet hätte, vielleicht noch eine andere Wirkung gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn dieses Buch seine Längen hat und sich an manchen Stellen ein Stück weit zieht, ist es immer noch sehr, sehr spannend. Und ich habe dieses Ziehen des Falles oder beziehungsweise das Ziehen der Geschichte auch so ein bisschen der Zeit zugeschrieben, weil manche Dinge brauchen einfach 1699 Zeit, um es aufzuklären, um eine Lösung zu finden, und deswegen habe ich auch die Länge auch ein bisschen verziehen, und ich habe es auch verziehen, dass man das einfach gesplittet hat. Wenn ihr diesen Band auf eurem Sub liegen habt und ihr wollt es jetzt lesen, dann sei mein Tipp an der Stelle gesagt, dass ihr euch unbedingt gleich dieses Buch zulegen solltet, wenn ihr ab der Mitte des Buches merkt, das ist einfach eure Geschichte, ihr mögt die Geschichte, und dann möchte man unbedingt gerne wissen, was in Band 2 einfach weitergeht. Ich habe festgestellt, dass es im Englischen auch so ist, also ist es vermutlich ja eine Autorenentscheidung gewesen, diese Bücher zu splitten, weil auch die Folgebände, die danach kommen zu dieser Reihe, also zu Matthew Corbett, sind auch aufgesplittet, also nehme ich an, dass es vielleicht auch ein Stilmittel geworden ist oder einfach der Autor für seine Geschichten etwas länger braucht, das kann ich so gar nicht sagen, aber ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn dieses Buch auch insgesamt 900 Seiten gehabt hätten, wäre ja auch nicht weiter tragisch gewesen. Aber auf jeden Fall sei das nur so als Tipp, wenn ihr Band 1 lest und in der Mitte seid und feststellt, dass das euer Geschmack ist, dass ihr euch wiederfindet, dass ihr Spaß beim Lesen habt, dann besorgt euch dann gleich Band 2, damit ihr weiterlesen könnt. Ich kann euch für diese beiden Bücher tatsächlich eine Leseempfehlung geben, auch wenn es etwas länger hat, in Band 2 vor allen Dingen. Trotzdem kann ich euch nur eine Leseempfehlung geben, weil ich mochte die Bücher sehr. Ich mochte diese atmosphärische Schreibweise. Ich mochte auch die Protagonisten sehr. Ich mochte Matthew Corbett sehr. Der ist ein lauter Denker, sage ich mal, oder ein sehr intensiver Denker. Und wir waren stets im Kopf dieses Protagonisten. Und er hat uns bei allen mitgenommen, bei allen Gedankengängen, was ich sehr, sehr gut gelungen fand. Wer jetzt so ein bisschen Angst hat, weil es ist ja im Lucifer Verlag erschienen und der Lucifer Verlag ist ja ein Verlag, der eher Horrorgeschichten bringt, und ich fand, dass das hier für mich tatsächlich kein so wirklicher Horror ist. Es gibt hier eine Szene, die sehr
ja, blutig ist und sehr aufreibend, sage ich mal. Aber das ist auch wirklich nur eine einzige Stelle, die man sehr, sehr schnell lesen kann. Und ich möchte gar nicht so viel verraten, weil ich habe einfach Angst, dass ich euch dann tatsächlich spoiler. Aber diese Szene ist wirklich schnell zu lesen und ist tatsächlich die einzige blutige Stelle, die es in diesem Buch gibt. Also lasst euch nicht abschrecken vom Lucifer Verlag, auch wenn er sonst halt eben eigentlich andere Bücher herausbringt. Aber wie gesagt, ich kann euch die Bücher nur empfehlen. Das nächste Buch, das ich euch von meinem Stapel zeigen möchte, ist ein Buch, was ebenfalls eine Reihe eröffnet. Ich habe dieses Buch im Rahmen meiner Sub-Challenge ebenfalls gezogen, genauso wie den ersten Band der Matthew Corporate-Reihe. Und mir macht es so ein bisschen Sorgen, dass ich schon wieder eine Reihe begonnen habe, weil ich ja dann immer die Reihen anfange, aber eben irgendwie ein Stück weit auch nicht vorankomme, beziehungsweise sie zu Ende lese. Der einzige Vorteil, den ich jetzt bei diesem ersten Band habe und bei Matthew Corbett war, dass die Geschichten so an sich abgeschlossen sind. Das heißt, der Fall, beziehungsweise oder hier der Kriminalfall oder hier der Fantasy-Kriminalfall, sage ich mal, sind an sich abgeschlossen. Das macht es ein bisschen einfacher. Ich glaube, das Einzige, was man dann immer wieder auffrischen muss, sind einfach die persönlichen Fakten. Und ich glaube, das kriegt man ganz gut hin. Da gibt es ja andere Reihen, wo man, glaube ich, schneller hinterherlesen muss, um nicht bestimmte Dinge einfach nicht zu vergessen. Aber um welches Buch spreche ich denn hier jetzt eigentlich? Und zwar über das Labyrinth von London von Benedikt Jacker aus dem Blanc Valais Verlag. Das Buch sieht wie folgt aus. Dieses Buch hat insgesamt 412 Seiten und ist im Jahre 2018 das erste Mal veröffentlicht worden. Aus dem Englischen mit dem Originaltitel Fate hat es Nicole Gugeot, ich glaube, ich hoffe, dass man diese ausspricht, übersetzt. Und ist der Auftakt der Reihe Alex Verus, ich glaube, man sagt Verus, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal der einfach halber einfach Alex. Genau. Also wie gesagt, das ist der erste Band dieser Alex Verus Reihe. Im ersten Band lernen wir natürlich den Protagonisten Alex kennen, in welch einer Welt er lebt und in was in einer Welt wir hineinkatapultiert werden. Das heißt, wir haben hier eine fantastische Welt, eine Welt, die mit Magiern gespickt ist. Wir haben hier ja gute Magier und böse Magier, also so ein bisschen so klassische Rollenverteilung und Alex ist genau dazwischen. Und die Magier leben, aber auch die magischen Wesen, die hier leben in einer ganz normalen Welt, also so wie wir sie kennen. Also wir haben hier ein klassisches Orm-Fantasy-Buch. Ich würde fast sagen, ein klassisches Orm-Fantasy-Kriminalbuch, weil es hat schon ein bisschen ja, kriminalistische Tendenzen. Also wir gehen hier bestimmten Dingen auf den Grund und Alex wird hier auch in Sachen hineingezogen, die er gar nicht möchte, aber trotzdem muss er bestimmte Dinge lösen, um damit herauszukommen. Hat natürlich jetzt nicht so den Hintergrund, dass man hier ein Opfer hat oder einen Beschuldigten und man muss die Geschichte herausfinden oder sowas. Das ist es natürlich nicht ganz so. Deswegen würde ich eher sagen, dass wir hier eher eine klassische, fantastische Geschichte haben, die sich um einen Protagonisten dreht. Genau. Also wir begleiten Alex hier durch sein Leben, wie er seinen Magierladen hat und wie er ja, mit seinen Freunden umgeht und wie er so zwischen diesem Bösen und Guten sich durchhangelt und da versucht sein Leben zu leben. Ich glaube, dass das auch so weiter in den Folgebänden gehen wird, dass wir halt einfach so Geschichten haben um magische Dinge, um magische Orte vermutlich auch und wir immer weiter Alex kennenlernen werden. Und darauf bin ich tatsächlich schon sehr gespannt, denn ich fand, dass es eine Geschichte war, die sehr, sehr spannend war, die sehr flüssig zu lesen war, die sich wirklich gut geeignet hat, um einfach mal zwischendurch was Lockeres, Leichtes zu lesen, um zu lachen, um ganz, ganz viel Spaß zu haben bei der Geschichte. Also jedenfalls ging es mir so. Und was mir richtig gut gefallen hat, und ich mag das tatsächlich sehr, wenn der Protagonist zu dem Leser spricht, also in dem Fall, wo ich es gelesen habe, zu mir, und irgendwie so auf einer Ebene mit dem Leser kommuniziert, die das Ganze irgendwie ganz natürlich macht. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß, dass es einige
gibt, die das überhaupt nicht mögen, wenn der Hauptcharakter da zu dem Leser spricht und auf einer Ebene miteinander kommuniziert und der Hauptcharakter so ein bisschen auch die Rolle des Erzählers einnimmt. Aber ich mag es tatsächlich sehr gerne. Das eröffnet mir irgendwie immer noch so eine dritte Ebene und man hat irgendwie das Gefühl, dass der Protagonist dadurch noch ein Stück weit näher an einem herankommt. Die anderen Protagonisten, die hier enthalten sind, zum einen natürlich relativ weit weg, weil sie einfach nur am Rande eine Rolle gespielt haben. Ich muss auch sagen, dass mir ein, zwei Protagonisten durch die Lappen manchmal gegangen sind, einfach weil mir die Namen nicht sehr geläufig sind oder die sehr ähnlich klangen und ich dadurch so ein bisschen die Verwechslung hatte beim Lesen und ich mich dann manchmal nochmal erinnern musste, hey, wer war denn das nochmal? Aber andere Protagonisten, die jetzt nicht so die Präsenz hatten wie Alex, aber dennoch sehr, sehr nah waren, fand ich richtig klasse. Also es war eine gute Mischung, eine richtig gute Fantasy-Mischung, die Fantasy zugelassen hat, aber eben auch, ja, zu extrem wollte ich jetzt nicht sagen, also wir sind schon auf einem sehr, sehr hohen Fantasy-Anteil, aber irgendwie war das eine gute Mischung aus normalem Leben und Fantasy-Elementen. Mir hat dieser erste Band richtig gut gefallen. Und ich weiß, hier liegen auch schon ein sehr, sehr großer Stapel an Büchern, die zu dieser Reihe gehören. Aber ich denke, ich werde die Reihe weiterverfolgen, denn sie war sehr angenehm, wie ich schon tausendmal jetzt gesagt habe. Aber hat mir sehr gut gefallen und ich bin schon gespannt auf den nächsten Band. Beide Bücher, die ich jetzt noch hier auf meinem Stapel habe, sind Bücher, die es mir auf die eine oder andere Art schwer gemacht haben. Das erste Buch, was es mir schwer gemacht hat, da bin ich, glaube ich, ehrlich gesagt selber dran schuld und bei dem anderen Buch ist es so, dass es sich unglaublich wie Kaugummi gezogen hat, aber dazu gleich mehr. Beginnen wir erstmal das erste Buch und zwar geht es da um Atemschauge von Hertha Müller aus dem Fischer Taschenbuch Verlag. Dieses Buch sieht wie folgt hier aus, also sehr unscheinbar, aber das soll uns ja nicht täuschen. Und ich glaube, dem einen oder anderen ist dieses Buch auch sehr, sehr bekannt, weil es jetzt schon sehr, sehr oft in die Kamera gehalten wurde und man sich irgendwann auch selber gerne einen Eindruck von diesem Buch machen möchte. Aber für mich hat das Buch, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt nicht so gepasst wie, oder die Wirkung entfaltet, wie tatsächlich die Wirkung hier drinne steckt. Und zwar ist es hier so, dass wir dem Ich-Erzähler begleiten, wie er in ein Arbeitslager für Deutschrumänen geschafft wird. Und der Ich-Erzähler erzählt uns dann, wie das Leben in diesem Arbeitslager oder Straflager gewesen ist, auf sehr, sehr eindrückliche Art und Weise. Also hier wird über Hunger gesprochen, über die Arbeit gesprochen, über das Zwischenmenschliche, was vor diesem Arbeitslager passiert ist und was aus diesen Menschen geworden ist und was natürlich nach der Erfahrung dieses Arbeitslagers ebenfalls aus den Menschen geworden ist. Es ist für mich ein sehr, sehr, sehr eindrückliches Buch gewesen, ganz klar. Es hat auch seine Wirkung bei mir hinterlassen und es war auch sehr, sehr nachhaltig. Aber ich glaube, wenn ich dieses Buch später gelesen hätte, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, wo ich viel mehr dazu bereit gewesen wäre, wäre es bei mir mehr eingeschlagen, sag mal so. Ich habe definitiv das volle Potenzial dieses Buch erkannt und ich weiß auch, warum es bei manchen sehr zum Lebensbuch tangiert oder zum Lieblingsbuch erkoren wird, weil das kann ich definitiv bestätigen, wenn man es zur richtigen Zeit gelesen hat. Aber für mich war es einfach so, vielleicht war ich auch einfach nicht offen genug in dem Moment. Vielleicht war ich nicht in der richtigen Stimmung dieses, weil man muss definitiv dazu sagen, dass es ein Buch ist, was nicht einfach mal so lockerflockig daneben hergelesen werden kann, wie meinetwegen das Labyrinth von London. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Es ist ein unglaublich schweres Buch, ein sehr emotionales Buch, ein sehr bedrückendes Buch und ein Buch, wo man gefühlt auf jeder Seite über das Gesprochene nachdenken kann. Es wird mit so viel Leichtigkeit über schwere Dinge gesprochen, dass man da tatsächlich offen sein muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich manche Dinge auch jetzt noch nicht ganz begriffen habe, was die Autorin mir sagen wollte und ich noch nicht ganz in die Tiefe eingedrungen bin. Also es ist für mich ein Buch, was ich unbedingt nochmal lesen möchte und auch lesen muss,
Und ich hoffe, dass ich dann beim zweiten Lesen dann auch tatsächlich die richtige Stimmung erwische und auch den richtigen Moment erwische, dass dieses Buch seine hundertprozentige Wirkung auf mich hat. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass ich sage, ich kann dieses Buch nicht empfehlen. Durchaus. Und vielleicht ist es für euch dann tatsächlich ebenfalls ein Lieblingsbuch oder ein Lebensbuch, je nachdem, wie ihr es bezeichnen möchtet. Aber für mich war es jetzt erstmal ein Buch, wo ich, ja, es hat, ich kann es gar nicht anders sagen, ich habe einfach den falschen Moment erwischt. Und ja, ich will definitiv noch mehr von Hertha Müller lesen, um einfach auch nochmal ein neues Gefühl für die Autorin zu bekommen. Und vielleicht gelingt es mir dann tatsächlich doch noch besser, Atemschaukel besser zu verstehen, besser in mich aufzusaugen. Und schaut es euch aber definitiv mal an, vielleicht ist es ja was für euch. Und mit seinen knapp 300 Seiten oder genau 300 Seiten ist es ja auch ein Buch, was jetzt nicht ewig dick ist und was man sich tatsächlich mal vornehmen kann. Das letzte Buch, was jetzt noch ungesehen bei mir hier liegt, ist ein Buch, was mich tatsächlich echt ein bisschen enttäuscht hat und sich für mich auch, wie schon gesagt, wie Kaugummi gezogen hat. Und zwar handelt es sich um Die Magie der kleinen Dinge von Jesse Burton aus dem Limes Verlag. Dieses Buch sieht wie folgt aus und hat insgesamt 480 Seiten und heißt im Original The Miniaturist und wurde von Karin Dufner aus dem Englischen übersetzt. In Die Magie der kleinen Dinge verfolgen wir Nela, welche 1687 an eine Amsterdamer verheiratet wird und nach deren Hochzeit in dieses Haus natürlich einzieht und zu ihrem Mann zieht. In dem Amsterdamer Großstadthaus leben nicht nur ihr Mann, sondern eben auch die Schwester und ja, zwei Angestellte und zwei Hunde. Und neben diesen Angestellten und den Bewohnern, beziehungsweise generell neben diesen Bewohnern, leben halt da auch noch ein paar Geheimnisse, die Nela Stück für Stück aufdeckt. Und das ist eigentlich auch schon ja, die Geschichte um Die Magie der kleinen Dinge. Ich finde, dass der Titel hier etwas ja, irreführend ist, weil so wirklich um die Magie der kleinen Dinge geht es hier nicht wirklich. Die haben einen Platz, klar, aber ich finde dafür, um das titelgebend zu sein, hat es mir tatsächlich zu wenig Platz in diesem Buch eingenommen. Dieses Buch ist für mich einfach zäh wie Kaugummi gewesen. Es tröpfelte so Stück für Stück voran und jedes Geheimnis wurde so ja, ganz, ganz langsam aufgedeckt und man ist dahinter gekommen, beziehungsweise Nela hat das über Umwege immer mal wieder entdeckt und manches ist auch ja, ungesagt geblieben. Das fand ich auch richtig gut, dass nicht alle Geheimnisse aufgedeckt worden sind, aber ich mochte dieses Tropfenartige, weil wir sind nicht wirklich schnell vorangekommen. Es muss für mich auch nicht wirklich schnell vorangehen, gar keine Frage. Es kann auch etwas sehr, sehr langsam erzählt werden, weil in die Geheimnisse meiner Mutter von Jesse Byrne ist der Autorin diese Langsamkeit tatsächlich gelungen. Hier wird es auch nicht sehr schnell erzählt. Aber irgendwie zwischen dem Debütroman und ihrem zweiten Roman liegen für mich tatsächlich in der Art und Weise des Schreibens und in der Art des Geschichtenerzählens tatsächlich ein Stück weit Welten. Ich finde, sie hat zwischen diesen beiden Büchern einen unglaublichen Sprung gemacht. Man erkennt sie hier auch noch genauso wie in Die Geheimnisse meiner Mutter. Vom Schreiben her, man erkennt einfach ihre Art, aber in Die Geheimnisse meiner Mutter ist ihr das irgendwie besser gelungen, dieses langsame Erzählen. Weil ich weiß gar nicht, was es ist, dass es so zäh geworden ist. Vielleicht, weil es immer wieder versucht wird, Spannung aufzubauen durch die Geheimnisse, aber dieser Spannungsaufbau ist irgendwann abgeflacht, ohne dass man ein tatsächliches Ergebnis hatte. Und manche Sachen, die sind auch nicht gelöst worden, manche Geheimnisse, was ich auch überhaupt nicht schlimm fand, aber sie wurden halt dafür zum Teil auch sehr oft aufs Tablett gebracht. Und dann dafür finde ich es dann halt immer so ein bisschen, dann möchte ich halt am Ende vielleicht doch auch, dass die Geheimnisse aufgedeckt werden. Aber so, ja, manche Geheimnisse waren halt auch größer gewichtig als andere. Und die Mischung, irgendwie hat die Mischung nicht gepasst. Und
mir hat zwar das Sprachliche wieder gefallen und die Art und Weise, wie Jessie Burden schreibt, das mag ich sehr, sehr gerne. Es ist natürlich ihr Debütroman, man merkt auch, dass hier sie noch einiges dazugelernt oder beziehungsweise hier das, was ihnen die Geheimnisse meiner Mutter dazugelernt hat, fehlt hier natürlich ein Stück weit auch noch. Da bin ich aber gar nicht so negativ eingestellt, weil ich finde, ja, eine Entwicklung macht jeder von uns durch. Und so auch Jessie Burden, von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Aber sie hat hier noch nicht so richtig die Würze raus, eine langsame Geschichte zu erzählen, meiner Meinung nach. Was mir aber tatsächlich zum Teil wieder richtig gut gefallen hat, war auch hier die Gespräche. Die fand ich zum Teil wirklich richtig schön knackig, richtig gut formuliert. Und auch die Beschreibung von Amsterdam so im Jahre 1686 und 87, so um die Jahre herum, fand ich richtig gut, weil wenn man selbst in Amsterdam mal war und dann den Flair von diesen Jahren da mitbekommt, kann man sich, und dann Amsterdam vor Augen hat, kann man sich das richtig gut vorstellen. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich dieses Buch als zweites gelesen hätte, weil ich glaube, sonst hätte ich Jessie Burden nicht mehr weiter auf den Schirm. Ich würde sie, glaube ich, ein Stück weit auch beiseite schieben, einfach weil ich denke, dass dann ihre Bücher immer so sind. Aber durch die Geheimnisse meiner Mutter werde ich die Autorin definitiv noch weiter verfolgen, weil sie, wie gesagt, auch wirklich einen Sprung gemacht hat, meiner Meinung nach, und ich glaube, dass sie vielleicht auch bei ihrem dritten Buch nochmal einen Sprung machen wird und man einfach die Entwicklung mitverfolgt, und das ist ja auch was Positives. Ja, ich weiß, dass dieses Buch mal sehr, sehr gehypt war zu dieser Zeit. Ich glaube 2016, wo es halt rauskam, war es sehr gehypt. Es hat auch nochmal ein anderes Cover, glaube ich. Aber für mich war es einfach ein Buch, was mich nicht so wirklich überzeugen konnte und wo ich euch auch tatsächlich nicht wirklich die Empfehlung geben kann, weil ich nicht möchte, dass ihr euch durch dieses Buch genauso wie ich durcharbeiten müsst, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr einen sehr, sehr faden Kaugummi esst. Von daher möchte ich euch tatsächlich für dieses Buch keine Empfehlung geben. Das Letzte, was ich euch jetzt quasi nur noch obligatorisch zeige, und wo ich ja meistens auch gar nicht mehr näher drauf eingehe, ist mein Perry Rhodan gelesen, sag ich mal. Hier habe ich den Heftroman Nummer 7. Mehr bin ich da tatsächlich gar nicht dazu gekommen, weil ich habe irgendwie zwischen den Büchern gar nicht so die Pause gemacht. Normalerweise habe ich jetzt immer ein Buch gelesen und dann ein Perry Rhodan Roman oder Heftroman. Und habe ich diesmal gar nicht gemacht. Es war nur ein Heft geworden, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich habe ja alle Zeit der Welt, die Heftromane zu lesen. Es sind ja immer nur 64 Seiten, die ich hier lese. Aber es war wieder sehr, sehr spannend. Ich habe wieder sehr meine Freude gehabt, die Geschichte weiter zu verfolgen. Und bin schon wieder sehr, sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Aber ja, ich hoffe, dass ich bald wieder lesen werde. Aber es gibt halt auch immer so viele tolle Bücher, wo man sich manchmal gar nicht entscheiden kann, welches Buch man als nächstes lesen möchte. Aber alles hat seine Zeit und alles kommt auch zu seiner Zeit, und von daher alles halb so wild, wenn ich jetzt keinen Heftroman mehr gelesen habe. Das waren meine letzten 5 gelesenen Bücher, die ich euch gerne zeigen wollte, über die ich gerne mit euch sprechen wollte. Und sie waren natürlich wieder etwas geprägt von meiner Sub-Challenge, aber ich bin froh, dass ich immer die Sub-Bücher befreie und dadurch meine Sub-Challenge einfach voranbringe. Mich würde natürlich wie immer interessieren, ob ihr eins der Bücher kennt und ob ihr sie gelesen habt und wie eure Meinung dazu war, ob sie vielleicht mit meiner Meinung übereinstimmen oder ob ihr vielleicht sogar eine ganz andere Meinung habt. Lasst mir also gerne einen Kommentar unter diesem Video da, darüber würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss!